Liebe Freundinnen und Freunde, ich muss zugeben, ich bin nervös, ein bisschen, nicht nur, weil ich noch nie auf dem Bayerischen Parteitag geredet habe, nicht nur, weil jetzt die Messlatte so hochgehängt wurde, auch mit eurem Applaus. Ihr wisst ja gar nicht, was ich sagen will, warum applaudiert ihr, ne? Sondern vor allem, weil mein Mitarbeiter Elia aus Kaufbeuren mir verboten hat, FC Bayern München Witze hier zu machen. Ich hoffe, ich kriege trotzdem halbwegs ein paar flüssige Sätze hin. Der hat mir sogar Lothar Matthäus Anspielungen verboten, aber sei es drum. Ein Riesendank, dass ich heute hier sein darf. Ein Riesendank an euch alle, vor allem an den Landesvorstand, vor allem auch an euch beide, an Thomas und an Eva. Wir haben die letzten Monate sehr, sehr viel miteinander gesprochen. Ich darf das im Namen des gesamten Bundesvorstands sagen. Eure kritischen Einwürfe und die vertrauensvolle Zusammenarbeit war mehr als hilfreich. Ein Riesendank dafür. Und ein Riesendank auch an alle, die hier gerade ehrenamtlich, die Ehrenamtlichen, die daran arbeiten, dass unsere Demokratie zusammengehalten wird in schwierigsten Zeiten. Es ist bekannt, wir wissen und es ist sichtbar, wie teilweise die Arbeit vor Ort auch von Schreihälsen erschwert wird. Ein Riesendank dafür. Ihr seid diejenigen, die diese Gesellschaft zusammenhalten mit eurer Arbeit. Man kann oft genug das nicht wiederholen. Und ein Riesendank, dass ihr immer die besten Leute schickt, sei es nach Europa, sei es in die Landtagsfraktion, sei es auch in die, wenn ich das richtig überblicke, eine der besten Landesgruppen, die es jemals im Deutschen Bundestag gegeben hat, die wir zurzeit haben, mit einer Staatsministerin, mit zwei Staatssekretärinnen, mit einem Ausschussvorsitzenden und mit ausschließlich Leistungsträgerinnen, Leistungsträger. Das ist extrem beeindruckend und gut. Ein Dank dafür. Moment, die Grußworte sind noch nicht fertig. Ich habe noch zwei. Das eine ist, ich soll euch herzlich grüßen von den Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin gestern angereist aus Rostock hierher, war bei denen auf dem Parteitag und die haben OB-Wahlen. Claudia Müller will Oberbürgermeisterin der Stadt Rostock werden. Die hat auch eine sehr, sehr gute Chance. Das wäre unglaublich toll, wenn das gelingt. Und das in einer Stadt, die nun bekanntermaßen Hansestadt Rostock ist, nun nicht die jüngste Stadt in diesem Land. Also die hat eine lange Tradition und Geschichte. Und die Hansestadt Rostock bekommt jetzt im November, weil es die Grünen gibt, das erste Mal in der Geschichte überhaupt eine Frau als hauptamtliche Kommunale. Das ist nicht normal, aber die ändern das endlich. Und wenn Claudia dann auch noch Oberbürgermeisterin wird, mehr geht einfach nicht. Das ist großartig und fantastisch. Und das Zweite ist natürlich meine besten Glückwünsche. Ich habe mich so gefreut, nicht nur über das wunderbare Ergebnis, sondern vor allem auch über das Vertrauen, das ihr den beiden schenkt. Ein riesen Glückwunsch an Katha und an Ludwig. Euer Ergebnis ist nicht nur euch, sondern auch uns Verpflichtung, alles dafür zu tun, damit die Wahlen nächstes Jahr hier ein grandioser Erfolg werden. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass nach der Niedersachsenwahl wir in 12 Landesregierungen sitzen, was ein Riesenerfolg ist, und Bayern zieht nächstes Jahr nicht nach. Das werden wir sicher alle miteinander ändern. Denn Bayern ist ja nicht irgendein Bundesland. Und das ist als Hesse für mich natürlich nicht ganz so einfach, hier wirklich ein Loblied auf Bayern zu singen. Aber es ist ja wahr. Bayern ist nicht nur wirtschaftlich kraftvoll. Bayern ist nicht nur groß und ein Zentrum für Kreativität, für Vielfalt. Von Coburg bis Kempten, von Bad Reichenhall bis Ascheberg, das darf ich hier sagen, als Hesse Ascheberg, das musste ich einfach sagen, bis Ascheberg, das ist einfach gewaltig. Die Vielfalt dieses Bundeslandes ist so viel größer als das, was diese Landesregierung immer wieder in die Schaufenster stellt. Und um das zu ändern, ist höchste Aufgabe und wichtigste Priorität. Und das werdet ihr nächstes Jahr mit unserer Hilfe hoffentlich auch ändern können. Und dafür habt ihr genau die Richtigen gewählt. Dafür habt ihr gestern genau die Richtigen nominiert. Katha und Ludwig können führen, Katha und Ludwig können Wahlkampf und Katha und Ludwig können Krise. Und wir haben davon viele. Wie ihr wisst, wir haben eine Reihe von großen Krisen, die unser Land, unseren Planeten zurzeit durcheinanderwirbeln. Es beginnt, und das ist keine Überraschung, das beginnt mit der Unordnung auf internationaler Ebene, zugespitzt gerade auf unserem Kontinent mit der Aggression Russlands in der Ukraine. Und es ist ein
eine sehr, sehr schwierige Situation für viele. Aber bei all den Debatten, die wir haben, bei aller Notwendigkeit, auch unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen und zu unterfüttern, nicht nur, aber auch mit Waffenlieferungen. Und alle wissen, dass mehr geht und dass es auch schneller gehen muss. Und daran arbeitet auch die Bundesregierung. Das Wichtigste ist, gerade vor dem kommenden Winter, dass wir nicht vergessen lassen, dass die Hauptleidtragenden dieses Krieges die Menschen in der Ukraine sind. Und dass sie gerade in dieser Situation bei allen Kriegsverbrechen, die es gibt, bei allen Grausamkeiten, die Putin dort tatsächlich auch immer wieder auf den Weg bringt, bei allen Rechtsbrüchen, die wir erleben, sei es die sogenannten Referenden, sei es eben auch die Schauprozesse, die es gibt um die Leute von Mariupol, dass wir dieser Geschichte auf alle Fälle auf ihrer Seite stehen werden und dass die trotz all dieser Geschichten immer wieder den Mut aufbringen, für die Freiheit zu kämpfen, die sie mehr als verdient haben. Die ist nämlich ihr Recht, und zwar im Völkerrecht, wie natürlich im Anstand niedergeschrieben. Es ist aber dabei zentral, die anderen Krisen natürlich nicht zu vergessen, und das sind so viele auf der Welt. Die vergessenen Konflikte im Südsudan, im Norden von Mali, im Osten von Kongo, in Jemen, die Katastrophe, die wir dort erleben, in Syrien, im Nordwesten gerade massiv wieder zugespitzt, oder eben auch in Afghanistan. Und wir haben als Partei sehr viel diskutiert, nicht immer die gleiche Meinung gehabt bei dem, wie man den Menschen in Afghanistan zu helfen hat. Das ist auch bei der Größe der Aufgabe alles andere als verwunderlich. Man sieht heute, wie schwer das war und wie groß die Herausforderung war und die Verantwortung. Aber eines möchte ich jedoch dringend unterstreichen. Es ist weiterhin der Job, hinzuschauen, und es ist auch weiterhin notwendig, zu helfen, wo es geht. Und wir haben zusammen im Koalitionsvertrag ein Bundesaufnahmeprogramm beschlossen. Und wir diskutieren, ehrlich gesagt, muss ich sagen, und das gilt für alle, und wir Grüne sind diejenigen, die da auch die Motoren sind und da treiben. Wir diskutieren ein bisschen lang mittlerweile über die Umsetzung dieses Bundesaufnahmeprogramms. Es ist höchste Zeit, dass wir großzügig, schnell und unbürokratisch denen, die wir noch helfen können, helfen. Und dabei ist zentral, damit bin ich bei der nächsten vermeintlichen Krise, ich bin nicht sicher, ob sie eine ist, beim Stresstest zumindest unserer Demokratie. Und ja, wir sehen sehr viele, sehr laute Leute. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, die Bilder von Ricardas Auftritt in Ellwangen oder auch in Göttingen. Da kommen Leute, die nicht viele sind, die aber sehr, sehr laut sind. Und das waren sie auch schon bei der Pandemie, das waren sie schon bei anderen, das waren sie schon 2015. Und das ist unser aller Job, die Demokratie zusammenzuhalten. Das ist unser aller Job, auch als die Demokratinnen und Demokraten alle zusammen lauter zu werden. Und das ist unser Job nicht als Grüne, sondern das ist der Job aller, die Demokratie im Herzen tragen. Und das werden wir machen, und nicht nur jetzt, sondern gerade in diesem Winter. Und wir werden alle zusammenstehen, damit es ein Winter der Solidarität wird. Das aber geht nur, wenn wir natürlich auch entlasten. Und daran arbeiten wir miteinander in dieser Bundesregierung. Es ist nicht alles so, wie es die Grünen, wenn sie eine absolute Mehrheit hätten, dann aufschreiben würden und versuchen würden umzusetzen. Das ist richtig. Wir haben jetzt mehrere Koalitionsausschüsse gehabt. Wir haben 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht im Gesamtvolumen von 95 Milliarden. Es werden noch weitere folgen müssen. Es wird ein Rettungsschirm kommen müssen für energieintensive, für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist dringend notwendig, dass wir weiter schauen, wo denn die Maßnahmen greifen, wo sie nicht greifen und wo man nachjustieren muss. Ich gebe zu, diese Koalitionsausschüsse sind herausfordernd, aber wir hatten das letzte Mal, als wir über 20 Stunden zusammensaßen, wenigstens Fenster. Das war nicht in allen Sitzungen bisher der Fall. Aber es ist notwendig, auch zu sehen, wo es bereits klar ist, dass es helfen wird. Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen, die das im Wahlprogramm hatten, aber ohne uns würde jetzt am 1.10. der Mindestlohn nicht steigen. Der gesetzliche Mindestlohn wird steigen, und davon werden Millionen von Menschen profitieren. Es ist nicht so. Wir werden Ende des Jahres Hartz IV überwinden und ein Bürgergeld einführen. Und es ist nicht so, dass die Höhe so, die Aufstockung, die jetzt überfällig war,
jetzt so war, wie wir uns das 100% gewünscht haben. Aber das ist auf alle Fälle eine Aufstockung, die signifikant ist, die da kommen wird. Aber entscheidend dabei ist der Systemwechsel. Bisher ist es so bei Hartz IV, die Leute kriegen Geld und dann kommt die Inflation. Und nach der Inflation wird geschaut, wie hoch war die Inflation. Und dann werden sie dann dementsprechend Geld bekommen. Gerade die kleineren Portemonnaies sind massiv belastet. Die können das nicht vorstrecken, was da notwendig ist. Und das werden wir jetzt ändern. Wir werden im Fall die Inflationsprognose als Grundlage für das nehmen, was gebraucht wird und was notwendig ist. Und das ist so überfällig. Und wir werden so viel machen müssen und so viel mehr machen müssen, als wir bisher miteinander vereinbart haben, natürlich bei den Energiepreisen. Und der Strompreisdeckel wird kommen, aber wir brauchen natürlich auch einen Gaspreisdeckel. Das ist eine komplizierte Angelegenheit, aber daran arbeiten alle miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Haus von Robert Habeck und Robert selbst, die verkünden ja im Wochentakt große Maßnahmen, die früher für Monate lang gehalten hätten als Nachrichten. Und manchmal gehen sehr große Dinge verloren und in der Aufmerksamkeit. Beispielsweise hat er jetzt verkündet, dass er den gesamten Strommarktdesign der Europäischen Union angehen will, weil es doch nicht sein kann, dass diejenigen, die am teuersten produzieren, grundsätzlich die Preise für alle anderen bestimmen. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, wenn das kommt. Das wird europäisch passieren und passieren müssen. Und der ist da sehr, sehr stark dran. Ich muss sowieso sagen, das gilt für alle, die bei uns im Kabinett sitzen. Das gilt für Claudia, die ja nach 2 Jahren Pandemie eine extrem gestresste Kulturlandschaft übernommen hat. Kulturschaffende, die nicht mehr ein- und auswussten, und jetzt kommt auch noch die Inflation obendrauf. Was Claudia dort leistet, ist gewaltig. Was Cem dort leistet im Ernährungsbereich, ist unglaublich. Was Lisa leistet, um gerade Familien nach diesen schwierigen Pandemiezeiten und gerade in der Inflation zu entlasten, ist der absolute Wahnsinn. Was Steffi macht, um Artenschutz, dazu komme ich gleich nochmal nach vorne zu schreiben in großen Buchstaben, und Naturschutz, ist der Hammer. Und was Robert da leistet, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht. Ich meine, da passieren Dinge, die eigentlich nicht gehen, und die kriegen das trotzdem hin. Und manches davon ist wirklich schmerzhaft. Die Bilder aus Katar, die hat sich niemand gewünscht. Der Letzte, der das wollte, war Robert selbst. Aber dass er dahin geht, um Flüssiggas zu kaufen, hat einen zentralen Grund. 16 Jahre lang ist die Energieversorgung in diesem Land in den Sand gesetzt worden. Wir sind einseitig immer nur an billige Fossile aus Russland gekoppelt worden. Und jetzt werden wir in Lichtgeschwindigkeit das wieder reparieren müssen. Und ich weiß nicht, ob ihr Interviews von Klaus Müller gesehen habt, dem Chef der Bundesnetzagentur. Da hat die letzten Monate immer erzählt, mit diesem Beispiel vom Fahrradreifen, was man aufpumpen muss, dass die Gasspeicher immer schwieriger zu befüllen sind und dass die 90% sehr, sehr schwer werden. Von 80 auf 90 sei es sehr viel schwieriger und würde auch länger dauern als zum Beispiel von 70 auf 80. Und jetzt haben sie es wirklich hinbekommen. Das heißt, die Gasversorgung, zumindest materiell, ist über diesen Sommer erstmal gewährleistet. Und das ist etwas, was vor 4 Monaten... Sommer habe ich gesagt? Ja, über den Sommer auch. Über den Sommer und über den nächsten Sommer auch. Und auch über diesen Winter ist gewährleistet. Das ist etwas, was nicht absehbar war. Dafür kann ich nur meinen Hut ziehen und einen riesen Dank aussprechen. Wichtig und richtig aber bleibt natürlich die Preisfrage. Und die ist eine riesige Belastung. Diese Inflation, die wir haben, ist eine fossile Inflation. Und jetzt kommen Leute und die haben Ideen. Und es ist immer nicht so schlecht, wenn jemand eine Idee hat, natürlich die Idee selber auch anzuschauen, aber auch zu schauen, was er für Ideen vorher hatte. Die Union hat im März und im April gefordert, dass kein Gas mehr aus Russland kommen soll. Heute sagt das niemand mehr. Friedrich Merz hat im Juni gefordert, wir müssen jetzt einfach auf Kernfusion setzen. Die Europäische Union sagt, Kernfusionskraftwerke gibt es frühestens 2065. Bis dahin haben wir eine riesige Überproduktion von 150% von Erneuerbaren. Warum sollen wir denn auf Kernfusion gehen, wenn wir die Energieversorgung in diesem Winter regeln müssen? Dann kommen Sie jetzt mit Fracking.
Da kommen Sie jetzt mit Fracking. Ich will gar nicht über die Umweltschäden und über die Chemikalien sprechen. Wenn die jetzt anfangen, Fracking überall zu machen, das dauert 5 Jahre, bis es überhaupt da Gas gibt. Warum soll das jetzt helfen? Es gibt nur einen einzigen Zweck dieser Diskussionen. Sie wollen nicht, dass wir die Erneuerbaren ausbauen. Und wir werden die Erneuerbaren so ausbauen, dass wir all das nicht brauchen werden. Und dazu gehört auch... Und dazu gehört natürlich auch diese vermaledeite Atomdebatte. Ich meine, 14 Kilometer ist es, ne? Habe ich richtig verstanden? 14 Kilometer von hier entfernt ist ISA 2. Es gibt hier viele Leute im Raum, die ein halbes Leben gekämpft haben, damit ISA 2 abgeschaltet wird. Zu Recht. Der Atomausstieg in diesem Land hat einen Grund, nämlich die Beharrlichkeit von Bündnis 90 Die Grünen. Und wir werden das sicher nicht aufgeben, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden jetzt über diesen Winter kommen müssen, über diesen einen Winter. Und da ist deshalb jetzt diese Einsatzreserve geplant und nicht wegen der Menge von Strom, weil daran mangelt es nicht, sondern wegen der Netzstabilität. Und der Grund dafür ist, dass die CSU sich einfach geweigert hat, den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze und der Trassen in diesem Land voranzutreiben. Wer den Grünen nicht glaubt, möge einfach das Interview lesen von Ilse Aigner in dieser Angelegenheit, die bei der Zeit ausführlich erklärt, ich habe immer gesagt, wir brauchen Trassen. Und Söder und Seehofer haben gesagt, wieso denn eigentlich? Das ist doch unbeliebt. So, und das ist doch nicht der Job. Der Job ist doch, dass man Verantwortung übernimmt, wenn man weiß, dass eine Lösung richtig ist und versucht, die Leute zu überzeugen. Das ist Demokratie. Demokratie ist nicht immer nur Umfragen zu nehmen und sagen, das machen wir jetzt. Und dann kommt noch obendrauf, dass die Frage des Atommülls ein zentraler Grund, warum wir diesen Atomausstieg brauchen und an dem nicht werden rütteln lassen, dass die Frage des Atommülls von der CSU ja überhaupt nicht angesprochen wird. Im Gegenteil, wenn es um die Endlagersuche geht, sind sie die Ersten, die sagen, wir schlagen uns in die Büsche. Und wenn in Tschechien dann die Debatte beginnt, sind sie die Ersten, die sagen, aber wir werden entscheiden, dass das ganz weit von uns weg ist. Und gleichzeitig wollen sie neue Brennelemente, neuen Müll, Atommüll produzieren. Tut mir leid. Das hat mit Verantwortung nichts mehr zu tun, liebe Freundinnen und Freunde. Damit bin ich beim größten Problem der Menschheit und bei der größten Krise, die wir haben, nämlich natürlich die Klimakrise. Und es ist nicht schön, ist zu untertrieben, es ist wirklich schmerzhaft, jetzt Kohlekraftwerke jetzt ans Netz gehen zu lassen und Flüssiggasterminals zu bauen. Und das wollten wir nie, das wollten die Grünen in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen nie. Aber jetzt wissen die Leute, warum es gerade jetzt gebraucht wird. Aber das Entscheidende ist, und das ist unsere Aufgabe als Partei, das Entscheidende ist dabei, die Klimaziele noch mal größer zu schreiben und alles dafür zu tun, damit sie nicht aufgegeben werden. Und deshalb werden die Flüssiggasterminals so gebaut, dass sie und die Infrastruktur der Pipelines umrüstbar ist auf Wasserstoff und zwar sehr schnell. Und deshalb haben wir bisher in dieser Legislaturperiode 13 Gesetze zur Beschleunigung von Erneuerbaren auf den Weg gebracht. 13 Stück. Robert hat mehr Gesetze gemacht, ich glaube, als Altmaier in seinem ganzen Leben, seit er Minister ist. Und das ist auch längst überfällig gewesen. Und es wird noch mehr kommen. Es wird natürlich, ich habe gesehen, dass es jetzt vorangeht, jetzt mit dem Ausbau der Solarenergie. Und es wird noch mehr kommen müssen beim Thema Energieeffizienz. Und es müssen natürlich noch mehr kommen beim Thema Einsparung. Und nein, es geht nicht um Waschlappen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin so irritiert, muss ich zugeben, von so manchen Debatten, die fangen nicht alle mit W an, wie Winnetou oder Waschlappen, aber plötzlich explodiert eine Diskussion. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt's an mir, aber Kretschmann hat einfach aus seinem Leben als einer, der auch wirklich die harten Zeiten nach dem Krieg als Kind erlebt hat, erzählt, wie er es eigentlich gemacht hat. Er hat aus seinem Leben erzählt und daraus wird jetzt plötzlich die Debatte um Verbote geführt. Es ist bizarr. Das ist bizarr vor allem deswegen, weil all diese Debatten einen zentralen Grund haben. Die lenken ab
von dem, was gerade auf dem Spiel steht. Und das ist die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, die Modernisierung und die Erneuerbaren. Ich möchte euch herzlich danken. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Normalerweise ist es so, der Landesvorstand legt vor und die Fraktion hat mitgeschrieben und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten haben dann auch mitgeschrieben. Ihr habt einen Antrag vor euch zum Thema Entlastung mit dieser Überschrift, wenn ich das richtig sehe, BayerInnen entlasten. Dieser Antrag, ich habe ihn gelesen, ich weiß gar nicht, wie die Antragslage ist und wir haben ja BDK vor uns. Im Übrigen, falls ich richtig weiß, haben wir immer BDK, die BDK schieben müssen. Also habt ihr euer LDK dafür geschoben. Ein Riesendank dafür, bitte. Das darf hier nicht zu kurz kommen. Verzeihung, ein Riesendank dafür. Ja, ich weiß nicht, wie die Antragslage ist. Ich bin sicher, ihr werdet euch am Ende einig oder ihr werdet Dinge abstimmen, aber dieser Antrag ist richtig gut. Bitte nimmt den am Ende, wie auch immer verändert, an, weil er wegweisend ist für dieses Bundesland und weil er auch uns auf Bundesebene hilft, die richtigen Debatten zu führen, wenn es um Entlastung geht. Das, genau so muss man das machen, so wie ihr es ja aufgeschrieben hat. Ein Dank auch dafür. Die Debatten, die wir führen, sind um die Zukunftsfähigkeit dieses Planeten. Kleiner geht es nicht. Die Debatten, die wir führen, zu führen haben und von denen wir uns nicht ablenken lassen, sind natürlich um Klima und um Gerechtigkeit. Und die zentrale Frage der Gerechtigkeit auf dieser Welt, und das habe ich durch meine alten Jobs, ihr wisst, ich habe das eine oder andere im internationalen Bereich gemacht, Claudia weiß, wovon ich spreche, ist die Frage der Beteiligung von Frauen. Die Frauenrechte sind das ultimative Thema der Gerechtigkeit auf der Welt. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Und dass wir in unserem Land noch viel Arbeit vor uns haben, dass unglaublich viel geleistet worden, Pionierinnenarbeit geleistet worden, das ist bekannt. Dass auf der Welt es auch sehr viele Mängel gibt, ist auch bekannt. Dass in Saudi-Arabien beispielsweise noch sehr viel getan werden muss und dass das auch angesprochen werden muss und auch angesprochen worden ist, in Gesprächen, ist auch bekannt. Ich will aber wirklich eine persönliche Bitte äußern. Tut mir leid, dass ich die Bühne jetzt für, aber ich weiß, dass es nicht nur mein Anliegen ist, Claudia arbeitet seit Jahrzehnten daran. Ich möchte wirklich persönlich um etwas bitten. Ich habe dieser Tage ein paar Videos gepostet zur Lage im Iran. Und ist, glaube ich, bekannt, ist auch in der Vorstellung dankenswerterweise erwähnt worden, warum mir das mehr als unter die Haut geht. Und ich habe sehr, sehr viele Briefe bekommen, Posts bekommen und auch Nachrichten aus Bekanntenkreis bekommen, von vor allem Frauen, die sagen, danke, hier ist das Internet abgestellt, seid bitte unsere Stimme. Das ist etwas, was Claudia und ich nicht alleine können. Das ist etwas, was auch diese Partei nicht kann alleine. Das müssen alle machen, die ein Herz haben. Aber ich bitte euch wirklich, wenn ihr all das seht, was passiert an Solidarität im Internet und an Dingen, die zu berichten sind, bitte verbreitet das, weil diese Aufmerksamkeit ist der mindeste Schutz, den wir diesen Frauen im Iran geben können. Der Mut, den sie aufbringen, um die Unterdrückung nicht einfach hinzunehmen, der Mut, den sie aufbringen, um für ihre Rechte zu kämpfen, ist unglaublich. 43 Jahre lang, und es ist nicht so, dass vorher alles gut war, perfekt war, aber 43 Jahre lang kämpfen diese Frauen dafür, wo sie ihr Kopftuch tragen und gar nicht das Ob. Meine Mutter hat ihren Job sehr geliebt. Sie war eine Pionierin der Frauenarbeit im technischen Bereich, die ist Ingenieurin. Sie hat den Job damals aufgegeben, weil sie ein Kopftuch tragen musste. Sie sagt bis heute, der Zwang war das Problem und nicht das Stück Tuch. Und dann hat sie noch was anderes gemacht. Sie ist auch noch Biologin. Sie hat damals ein Labor geführt, in dem sie in den finsteren 80ern im Iran, das ist noch finsterer gewesen als heute, aber nicht, dass es heute gut ist. Sie hat damals Schwangerschaftstests von Teenagern, Mädchen, aber geprüft. Die erwischt worden wären, die wären gesteinigt worden, die wären umgebracht worden und meine Mutter auch. Deshalb weiß ich, glaube ich, wovon ich rede, weil wir das zu Hause sehr viel hatten. In diesem Land dürfen Mädchen oder die kriegt die Schwester das halbe Erbe vom Bruder. Frauen dürfen ganz viele Berufe nicht ausüben.
und diese Zentimeter Haut, ein Quadratzentimeter Haut mehr oder Haar mehr, was gezeigt wird, kann dazu führen, dass jemand stirbt. Und wir dürfen Mahsa Amini und all die anderen, die gelitten haben und weiterhin leiden, nicht vergessen. Und zwar auch deswegen, nicht nur, weil das eine Selbstverständlichkeit ist für uns als Menschenrechtspartei, die wir immer bleiben werden, genauso wie wir immer eine Friedenspartei bleiben werden. Dass es nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauenrechte Menschenrechte sind, sondern weil, und das sage ich aus tiefstem Herzen, da, wo die Frauenrechte einkehren, gibt es auch Menschenrechte für die Männer. Auch deswegen ist das die eine Gerechtigkeitsfrage unseres Planeten. Danke euch herzlich. Vielen, vielen Dank, lieber Omid. Ich kann für uns alle sagen, ich und wir alle arbeiten sehr, sehr gerne mit dir und Ricarda und dem gesamten Bundesvorstand zusammen. Und vielen, vielen Dank für die Wahnsinnsarbeit, die ihr leistet, die ihr als gesamte Bundesregierung leistet. Du hast uns schon versprochen, ne, dass du im nächsten Jahr regelmäßig in Bayern sein wirst. Und deswegen darf ich dir hier heute eine Erinnerung verleihen als eines unserer Mitglieder des Team Bayern. Bei all deinen Besuchen 2023 freuen wir uns auf dich und natürlich ganz besonders auf die wunderbare Klammer.